So, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Wir machen mit dem DTM 2121 Pack weiter und jetzt ist der BMW dran. Ich wähle das Auto vom Timo Glock und auf geht's. So, mal gucken, wie ich mich mit dem BMW schlage. Den bin ich noch gar nicht gefahren. Ui, da klingt ja neckisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das Geräusch beschreiben soll, was er jetzt beim Unterschalten gemacht hat. Ihr hört es ja selber. Komisches Geräusch. Wir sitzen ein bisschen tief. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht im geeigneten Moment so jetzt. Jetzt habe ich die Sitzposition etwas erhöht. Das müsste dann eigentlich ganz gut hinkommen. Wenn ich das als Sitzposition noch weiter erhöhe, dann wird es unrealistisch. Okay, gegenüber dem Audi macht er schon eher, was ich will. Lenkt gut ein. Macht natürlich ein bisschen behäbigeren Eindruck, ist normal. Da ist ein gutes Stück größer und auch schwerer. Ups. Das war schon ein bisschen zu wild. Ja, und dem Audi kann man gut folgen. Sogar schon hinter uns. Hat er wahrscheinlich freiwillig zurückgezogen. Ja, an meinem Lenkrad leuchten wieder die blauen LEDs. Ungültige Runde. Also eigentlich jeden, der hinter mir es vorbeilassen. Ja, da lässt sich auch zackig runterschalten. Hat nicht diese Downshift Protection oder Prevention. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher Begriff der richtige ist. Also ich muss sagen, auf Herz ist besser als ich dachte. Da ist eigentlich, ich dachte, der Herz ist ein bisschen sperrig. Dass das sich nicht so präzise einlenken lässt, dass das so ein bisschen behäbig ist, irgendwie, keine Ahnung. Überrascht mich eigentlich, muss ich sagen. Positiv. Ich meine, der M4 ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Als komplette Neuentwicklung. Aha, da hat die auch gerade was dazu gelernt. Aber die ist nicht so restriktiv wie im Audi. Man kann trotzdem relativ zügig unterschalten.
nicht auf Herzlich besser als ich dachte. Positiv überrascht. Lässt sich präzise einlenken. Lässt sich auch so einlenken, wie ich das möchte. Lässt sich auch gut rausbeschleunigen. Also ich habe ja eher das Gefühl, wie ich beschleunigen kann. Ups, ich dachte, ja. Ist dann doch schon ein Stück vor mir. Da lässt sich geil rausbeschleunigen. Also echt erstaunlich. Ich habe jederzeit. Fahr doch mal hier vorne. Ich habe jederzeit das Gefühl, ich habe die absolute Kontrolle. Der macht genau das, was ich will. Also, das hatte ich in der Form bei dem Audi definitiv nicht. Also wenn ich wählen könnte, würde ich auf alle Fälle den BMW bevorzugen gegenüber dem Audi. Und deswegen bin ich auch gespannt. Ich bin zum Beispiel auf McLaren gespannt. Weil den fahre ich auch ganz selten. Ich habe es mal eine Weile bei A10C mit dem McLaren versucht, aber nö. War nicht wirklich mein Auto. Also wie der hier durch die Schikane geht, ich bin beeindruckt. Hätte ich von dem BMW absolut nicht erwartet. Achte Runde. Das ist die fünfte, sechste Runde. Die winzige Zahl da links unten. Das ist dann wohl die Rundenanzeige. Die Einstellung von dem HUD gehen, dass mir auch die Runden angezeigt werden. Ui, ui, ui! Jetzt war es zu spät. Zu spät. Eigentlich hatte ich einen virtuellen Rückspiegel eingestellt. Ich wollte eigentlich noch bei der Gelegenheit mal alles vorbeilassen, damit das Ganze ein bisschen spannender wird. Na gut, dann machen wir halt nochmal Jagd auf den Audi. Bis die 10 Runden sind. Eieiei, da war ich zu schnell. Da
da war ich deutlich zu spät. Kann ich auch eher reisen beschleunigen. War nicht so richtig dran gewöhnt, dass ich mit dem viel eher rausbeschleunigen kann, viel aggressiver fahren kann. Ja, das war nur wieder noch ein ganzes Stück zu spät. Wäre jemand hinter mir gewesen zum Überholen lassen. Aber ich sehe niemanden, höre niemanden. Das Radar zeigt ihn erst an, wenn er nahe dran ist. Wenn er sehr nahe dran ist. So, sind wir in der 8. Runde. Oh ja, hier kann ich deutlich früher raus beschleunigen. Ja, bin echt positiv überrascht. Kann man aggressiver fahren? Kann man besser attackieren. Außer wenn man mal kurz in den Kies gerät. Dann ist es natürlich hässlich mit dem Attackieren. Kann ich eigentlich nicht mehr sagen über den BMW. Als dass ich echt positiv überrascht bin. Von dem hatte ich als letztes gedacht, dass er sich so super fährt. Das mit dem Standard-Setup. Ich glaube, der Audi vor uns ist in die Box gefahren, der ist schon vor der Runde irgendwie
oder besser gesagt zu Anfang dieser Runde verschwunden gewesen. Na gut, fahren wir jetzt die 10. Runde und dann gibt's wie gesagt ein sehr positives Fazit über den BMW. Man kann aggressiv fahren, man kann schön attackieren, man hat ein sehr gutes Handling, hat immer die optimale Kontrolle, kann besser rausbeschleunigen, kann besser einschätzen, wann man beschleunigen kann. Echt positiv überrascht. Nochmal eine Zeitverbesserung in der letzten Runde. Okay, hier habe ich mich vertan. Und damit ist die Zeit hin. Macht aber nichts, weil wir vorne in die Box. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Auto.